Tja, und bevor wir loslegen, während ihr Haribos nascht, Döner futtert, Hamburger esst oder sonst irgendwas unternimmt, habe ich das kleine Vorwort. Ja, dies ist jetzt mein erstes, also was heißt mein erstes, ich hatte zwar mal ein Special, aber dies ist jetzt mein erstes öffentliches Epoxy-Let's Play gewesen, wo alle aus meiner F-Liste reinjoinen konnten oder von mir aus auch Fremde, das ist mir eigentlich relativ egal gewesen. Jedenfalls wollte ich euch nur Bescheid sagen, es ist halt, ja, nicht komplett geschnitten, weil ich mir dachte, ich möchte das Ganze auch nicht verfälschen, die Auto crasht und schießt mich tot. Ich muss halt ziemlich viel suchen. Ich sag's euch gleich, ich habe das Ganze in zwei Teile aufgeteilt, a 25 Minuten circa, damit das Ganze auch nicht zu lange geht, weil ich nochmal sowas machen möchte. Auf jeden Fall diese Woche mindestens einmal, eventuell mache ich sogar nochmal in der Woche um 15 Uhr eins und am Wochenende gegen 22 Uhr eins. Ansonsten wollte ich euch nur Bescheid sagen und wünsche euch viel Spaß, was jetzt kommt. Das erste, was jetzt erstmal kommen wird, ist suchen, 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 gucken, 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 gucken. Aber schaut es euch trotzdem an. Vielleicht gefällt es euch ja. Bis bald. Herzlich willkommen zu meinem öffentlichen Let's Play mit Epoxy. Also, es sind schon drei Spieler jetzt auf dem Server. Nee, zwei Spieler auf dem Server. Ich habe schon Leuten Bescheid gegeben, die mir doch geschrieben hatten. Also, Leute, nicht schreiben, einfach auf den Server kommen und bitte keine Party Anfragen senden. Das bringt alles nichts. Ich sehe die erstmal auch nicht, außer ich schaue explizit da nochmal drauf, aber ich kann ja auch nicht jedes Mal drauf schauen. Jetzt hat sich Radikaler Russe verzogen. Megaclubs ist dazugekommen. Eigentlich sehr schade. Radikaler Russe. Warum bist du weg? Warum? Keine Ahnung. Ich würde sagen, ja, was machen wir jetzt? Wir steigen erstmal hier ins Auto ein. Oder wir steigen aus, Leute. Ich habe ein bisschen Schiss, ganz ehrlich. Ich weiß ja, dass ihr gewiefte Schweine seid und mich alle nur töten wollt. Und zwar ganz, ganz fix. Und ich vielleicht doch... Was sollte ich machen? Ich nehme mir mal mein Auto und werde mein Auto ein bisschen woanders hinpacken. Ja, ich weiß, ich habe mir schon den Jeep genommen von der Stadt. Nicht, dass ihr hier merkt, ey, Simo, du hast ja einfach den Jeep genommen, den wollte ich haben. Ist mir scheißegal, ich wollte ihn auch haben. Deswegen habe ich mir auch als erstes gleich gekrallt. Und außerdem wollte ich hier noch prüfen, ob mein Loot da ist. Und anscheinend ist mein Loot nicht mehr da. Und das Ganze vom letzten Mal hat irgendwie wieder gar nicht mal gespeichert. Also der Server ist wieder völlig durchgeraschelt. Nun müssen wir mal schauen, wie wir hier das Ganze durchstehen. Es könnte eine Weile dauern, bis hier jemand aufkreuzt, weil die jetzt logischerweise erstmal alle ein Fahrzeug brauchen. Aber es könnte ja auch sein, dass hier irgendjemand ausgelockt ist. Ich werde jetzt übrigens erstmal meine Sensibilität hochstellen. Das hatte ich nämlich wieder vergessen. Bevor es hier noch zur Eskalation kommt. Tja. Und vielleicht sollte ich doch mal irgendwo hinfahren. Ich weiß es nicht, Leute. Was meint ihr? Meint ihr, ich soll jetzt hier warten oder meint ihr, ich soll jetzt fahren? Ich denke mal, ich werde jetzt fahren. Ist mir scheißegal. Ich werde jetzt einmal so durch die Stadt stampfen und dann darauf hoffen, dass ich jemanden plattfahren kann vielleicht und dass der mir vielleicht auch folgen wird, weil er sieht, ja, ey, das ist bestimmt Sippo. Das Auto ist da und da lang und in die Richtung gehe ich jetzt auch und dann werde ich mich irgendwo verziehen und euch töten. Ist doch ganz klar, oder? Ich hoffe, dass noch ein paar andere Spieler zusteigen werden. Ich weiß es natürlich nicht. Das werden wir alles dann sehen, wenn es soweit ist. Ach Mensch, wir fahren jetzt erstmal hier hoch. Das ist alles so ein bisschen immer schwierig, ich weiß. Ich hoffe jetzt, dass nicht jemand dieses eine Auto da gekrallt hat und... Oh, was mache ich denn hier? Oh Mann, ey, jetzt passiert mir wieder der gleiche Scheiß, wie er immer passiert. Ich fahre irgendwo gegen, das ist so meine Leidenschaft anscheinend. Ich hoffe jedenfalls nicht, dass es passiert, dass mir jetzt direkt hier ein Autofahrer entgegenkommt und... Ja, uns dann hinterherfährt die ganze Zeit und wir natürlich dann irgendwann mal aussteigen müssen, wenn das Benzin alle ist. Und dann einen Kampf riskieren und dabei verlieren werden. Definitiv. Ups. Mann, 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 ich weiß, Leute, ich weiß, ich weiß. Macht euch keine Sorgen. Ich verpiss mich jetzt gleich aus dem Fahrzeug. Ups. Was mache ich jetzt eigentlich schon wieder? Mann, 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 Mann. Das gibt's doch gar nicht. Doch, bei Sippo. So. Unglaublich, oder?
unglaublich, was ich immer so mache. Hier ist auch Radiation Zone. Warum ist denn hier Radiation Zone? Keine Ahnung, Leute. Ich würde sagen... Oh, da hat was geschossen. Da schießt was. Da hat was geschossen, Leute. Ich habe es ganz genau gehört. Ich hoffe, dass wir hier jemanden jetzt erwischen werden. Hört ihr das? Irgendwo schießt da was. 78 Blut. Okay, ich wurde anscheinend getroffen. Entweder wird die Person da oben sein. Ich könnte es mir gut vorstellen. Deswegen verziehe ich mich jetzt mal hier. Aus der Richtung hier weg. Und hier hoch. Und ich höre Zombies. Das könnte bedeuten, dass die jetzt hier in der kleinen Militärbase drin sind. Da! Ist da was? Anscheinend nicht. Da ist auch nichts. Ich habe so ein bisschen Schiss, wirklich. Ich will nicht gleich abgenatzt werden hier von euch. Ich muss jetzt echt aufpassen. Aber ich höre die Zombies, definitiv. Wo könntet ihr nur sein? Wo könntet ihr nur sein? Die werden garantiert in der Stadt sein und aber auch auf diesen Berg gucken und warten, bis ich da irgendwo stehe. Und dann werden sie mich auch töten. Weil die wissen ja auch, dass ich öfter mal auf diesem Berg hier lang wandere. Deswegen werde ich das erst gar nicht machen. Oh. Aber ich würde sagen, ich kann hier an diesem Baum Munition ablegen, falls ich getötet werde. Da weiß ich wenigstens, wenn ich eine Pistole bekomme, wo ich dann meine Munition mir abholen kann. Es ist jedenfalls sicherer als so. Wir verstecken uns hinter Bäume. Ich höre ein Auto. Irgendwo in der Stadt ist ein Fahrzeug, Leute. Oh, da kommt es. Es kommt, es kommt, es kommt, es kommt. Scheiße. Wo seid ihr bloß? Und das Schlimme ist, ihr könnt auch auf diesem Berg hier sein, ey. Das ist so fies, ja? Ich muss echt aufpassen jetzt. Sonst verliere ich alles. So, mal hier schauen. Da irgendwo in der Stadt. Ich höre das Auto doch. Da kommt es, da kommt es, da kommt es, da kommt es, da kommt es. Wer ist da bloß drin, ne? Okay. Wir werden diesen Ruf mal folgen und schauen, was uns dann erwartet. Ich werde jetzt aber dahin zu Fuß gehen, denn das ist mir definitiv sicherer, als jetzt hier querbeet mit dem Auto rumzukutschieren. Die Gefahr ist doch sehr groß, dass ihr mich hören tut und wir dann alles eventuell verlieren. Da hoch fahren sie. Alles klar. Tja, Leute, ich hoffe, ihr habt gut gefrühstückt, denn ich werde definitiv was töten, ich schwör's euch. Also ich werde hier nicht rausgehen, bis ich nicht einen getötet habe.
Das darf ich eigentlich nicht zu laut sagen, weil nachher töte ich wirklich keinen. Und dann sitze ich hier 3 Stunden, um einen zu killen. Und auch, dass ich hier übers offene Feld laufe, gefällt mir jetzt gar nicht. Aber anders läuft das Ganze nun mal nicht. Und ich weiß auch nicht, ob ihr jetzt in Gruppen spielt oder ob ihr wirklich alle gegeneinander zockt. Und einer mich dann sieht und dann sagt, ja, ich habe Sibbo da und da gesehen. Und ihr dann da alle hinfahrt und so. Darauf habe ich ja auch gar keinen Nerv, ne? Also ich bin jetzt ganz, ganz vorsichtig. Ich höre das Auto wieder. Wo ist es denn? Alter Falter! Wo ist das Auto, ey? Ist das ein Zombie da oben oder ist es jemand, der das Snipen tut? Nee, da steht wieder oben ein Zombie. Ich gehe jetzt hier lang, ganz ehrlich. Aber ich weiß auch, dass hier immer so viele Leute sind. Gerade hier auf der Seite in den Wäldern sind unheimlich viele Leute, weil die gerne mal ihr Loot dahin packen und... Oh, das da verstecken. Oh, ich glaube, ich habe mein Zelt doch gefunden, Leute. Ich glaube, ich habe doch ein Zelt von mir gefunden. Scheiße! Nein, das ist aber nicht mein Zelt, ne? Und wenn doch, scheiß drauf. Das könnt ihr ruhig mitnehmen. Das ist mir sowas von Schnurzepiepe. Oder ihr habt es gerade schon gelootet. Ich weiß es ja nicht. So. Ich gucke. Ist das ein Zombie? Ja, das scheint ein Zombie zu sein. Wackelt so ein bisschen hin und her. Ist nichts Dramatisches. Wir laufen mal weiter. So. Aber hier ist auch nichts. Wo fahrt ihr eigentlich alle immer hin? Fahrt ihr wirklich nur durch die Gegend oder campt ihr eine Runde vielleicht? Keine Ahnung. Aber eigentlich müsstet ihr alleine schon deswegen hierher kommen, weil ihr das ja ganz oft auf meinen Let's Plays seht, dass ich auch mal hier bin. Ich kann nur hoffen. Vielleicht auf der anderen Seite? Scheint aber auch nichts zu sein. Wo seid ihr bloß? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr jetzt alle in der Stadt bleibt. Garantiert werdet ihr hierher kommen. Scheiße, Mann. Ja, Leute, was soll ich machen? Ich geh jetzt mal hier hin. Und dann werde ich von der Seite aus mal auf die Hauptstraße rüber luschern. Hier wurde nur ein Zombie platt gemacht, also auch nichts Weltbewegendes. Ach Mensch. Ich würde vorschlagen, dass wir uns gleich wiedersehen, weil das geht sonst alles extrem in die Länge und so hat das Ganze auch keinen Sinn. Deswegen rufe ich euch wieder, wenn es Action gibt und es hier richtig zur Sache geht. Bis gleich. So, und da bin ich auch schon wieder. Also ich habe jetzt alles wirklich hier so gut es geht abgesucht. Leider nichts gefunden, aber ich habe wenigstens noch meinen Jeep hier. Und ich würde vorschlagen, wir nehmen jetzt einfach gleich den Jeep. Und ja, werden uns hier nach unten verziehen. Ich weiß nicht, ob ich noch was ablegen soll an Munition oder Waffen oder so, falls irgendwie eine brenzliche Situation kommt. Ich denke mal aber eher nicht. Wir werden jetzt unseren Jeep nehmen und
ordentlich auf die Kacke hauen, Leute. Ist mir scheißegal. Dann seht ihr mich wenigstens vielleicht und könnt sagen, ey, Sibbo, ich hab dich gesehen oder so. Keine Ahnung, vielleicht werdet ihr mich auch killen. Ich weiß das nicht. Wir werden es ja sehen. Anders läuft das Ganze hier nicht. Oder wir werden das plattfahren, wer weiß. Ich werde erstmal hier so rumgehen. Das ist mir doch ein bisschen sicherer, als jetzt gleich durch die Mitte zu fahren. Dann werden wir mal in Richtung kleine Militärbase fahren, aber dann natürlich auch nur mit allergrößter Vorsicht. So, da haben wir irgendwas platt gefahren. Ich weiß nicht, was es war. Ich weiß nicht, wer oder was es war, Leute. Keine Ahnung. Vielleicht wird derjenige sich dann auf einem Kommentar hin melden. Ups, wieder was platt gefahren oder was? Nee, habe ich nicht. Aber es kommt, glaube ich, auf mich zu. Oder doch, es ist platt gefahren. Ja, wie schön, ne? So. Dann schauen wir mal nach. Wollen wir mal nachschauen? Oder erstmal warten, bis er wiederkommt? Okay, ein bisschen Futter. Das kann ich immer gut gebrauchen. Ja, Futter kann ich echt gut gebrauchen, Leute. Oh, eine Pistole. Okay, verpissen wir uns wieder. Trinken hätte ich auch noch mitnehmen sollen. Ich brauche bald wieder was zu süffeln. Naja, hier liegt auch noch was. Ah ne, das sind Zombies. So, dann fahren wir mal wieder hier hoch. Ja, das ist wirklich blöd. Ihr seid jetzt wirklich sehr umtriebig. Ich bin es gar nicht so gewohnt, weil meistens ist es doch nur so ein Gekämpfe vor sich hin und so. Und für mich ist es jetzt wirklich schwierig, euch zu finden. Also ich bin wirklich ordentlich rumgewandert und dann wieder zurück zum Jeep, weil ich mir dachte, okay, das bringt so nichts. Das ist auch kacke, weil ich euch definitiv nicht finden werde. Also ihr seid ziemlich gut verteilt, muss ich sagen. Und wir sind mittlerweile ja auch schon ein paar Leutchen, ne? Ist ja nicht so, dass wir nur 5 Leute sind oder so. Ich gucke mal nach. Obwohl, doch, jetzt sind wir nur noch 4. Es waren eben gerade mehr, jetzt ohne Mist. Vielleicht sind ja jetzt welche rausgegangen, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wieso dann. Auf jeden Fall waren wir zwischenzeitlich auch mal 7 oder was es war. Und es ist schon eigentlich schade, muss ich sagen. Ich habe ja gehofft, dass es so viele bleiben. Has joined the session. Okay, da kommen jetzt noch welche dazu. Das ist natürlich sehr klasse. Aber ich möchte nicht nur plattfahren, ich möchte auch abknallen, wenn es geht, ne? Ich lusche da jetzt mal rein, oder versuche es zumindest. Nee, kann ich so nicht. Da ist aber bestimmt schon alles weggelootet jetzt hier, weil da sind auch keine Zombies mehr hier vorne. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr da drüben rumsteht. Ist auch nichts. Vielleicht noch irgendwo beim Flugzeug. Ihr seht es, ist wirklich sehr schwer. Euch zu finden ist wirklich sehr, sehr schwer. Aber eines kann ich ja mal machen. Und zwar meine Knarre hier ablegen. Ja, damit ich später was habe, was ich mitnehmen kann. Falls ich getötet werde. Und jetzt laufe ich wieder. Anders geht es hier nicht. Also ich muss wirklich viel laufen. Weil sonst sind wir wirklich am Arsch hier. Ihr könnt euch ja mehr melden für die, die ich platt gefahren habe. Ich weiß es ja nicht, wer es jetzt war. Wenn es einer aus meiner Elf ist, tut es mir wirklich sehr herzlich leid. Aber so ist das nun mal im Leben, ne? Man kriegt nicht alles. Ein kostenloses Tattoo, kann man ja so gesehen sagen, ne? Der Reifen gibt eine wunderschöne Struktur.
So, ich laufe nochmal hier lang. Ja, ich bin hier auch vorhin wie ein Bekloppter lang gefahren. Weil ich dachte, vielleicht ist ja das Auto hier irgendwo. Aber ich konnte nichts finden. Es war sehr, sehr schwierig, überhaupt was ausfindig zu machen. Wir laufen jetzt mal da lang. Vielleicht treffen wir ja doch noch irgendeinen Bob. Auto kann ich jetzt leider auch nicht mitnehmen. Das ist einfach zu laut und das Benzin ist auch bald leer. Und wir brauchen das wirklich nur für Notfälle. Hoffentlich bleibt es noch da. Nicht, dass es jemand anderes findet und sich dann gleich einsteckt. Das wäre es ja jetzt noch, ne? Mann, Mann, Mann. Hier kann man sich echt dumm und dämlich suchen. Oh, ich höre ein Auto, Leute. Ich höre ein Auto. Es ist da irgendwo. Irgendwo in der Stadt dort, glaube ich. Das heißt in der Stadt. Oder hier? Ja. Irgendwo hier, Leute. Oh. Ja. Ihr seht es. Der Server ist gerade gecrashed anscheinend. Nein, ist er nicht, aber es sind einige rausgeflogen. Es kann natürlich jetzt sein, dass der Server trotzdem eine Art von Crash hatte. Bloß nur, dass ein paar Leute noch drin geblieben sind. Das weiß ich natürlich nicht. Es tut mir wirklich leid, wenn das jetzt der Fall ist. Das kann ich aber leider auch nicht ändern. Dafür kann ich nichts. Da kann man auch leider wenig machen. Das liegt einfach an der Grundstabilität von den Servern von Epoxy. Da ist nicht alles immer so tutti, wie es sein soll. Das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Und ich hoffe, dass das auch mal irgendwann behoben wird. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass es halt alles noch... Etwas? Nee, nicht etwas. Ich glaube, es dauert wirklich noch sehr lange. Zumal der Entwickler hatte ja jetzt anscheinend auch noch einen Unfall gehabt mit seiner Familie. Und irgendwie wurde er verletzt, glaube ich, und seine Frau wurde leicht verletzt und dem Kind geht's gut. Aber er wird sich jetzt erstmal erholen müssen. Wahrscheinlich auch von diesem Schock. Und danach wird er sich nochmal melden. Da unten ist übrigens ein Auto. Da ist auch ein Auto. Es sind zwei Autos. Nun weiß ich aber nicht, ob die jetzt, die hier rausgegangen sind aus dem Game, ob die jetzt direkt hier wieder reinjoinen. Und, oh. Polizeiauto. Alles. Hier ist ja wirklich alles. Okay. Dann wollen wir mal losdüsen. Ich gebe jetzt mal eine Runde an. Ist das leider. Aber ich würde trotzdem sagen, dass wir uns gleich wiedersehen, wenn ich irgendwie Sichtkontakt zum Feind habe. Weil so bringt es uns wirklich alle nichts. Deswegen bis gleich. Tja, da bin ich wieder. Ich bin jetzt aus meinem Polizeiauto ausgestiegen und wurde eben gerade, ja, nicht angeschossen. Doch, ich wurde angeschossen, aber nicht getroffen. Ich habe es nur noch Piong gehört und verpiss mich mal jetzt ganz schnell. Ich weiß nicht, wer das jetzt von euch war. Naja, ich bin ja mal gespannt, ganz ehrlich. Vielleicht zeigt er sich ja gleich hinter diesem kleinen, wunderschönen Hügel. Ich weiß es ja nicht. Und wir werden uns jetzt erstmal hier aber verziehen. Das ist mir doch zu gefährlich. Ich möchte jetzt nicht meinen ganzen Loot wegen einem bisschen Geballere verlieren. Das soll schon noch halten, ne? Ich will euch ja auch töten. Ja, das ist wirklich schade, dass man jetzt so wenig so trifft. Wie viele sind wir denn jetzt mittlerweile? Ach, wir sind zu fünft, okay. Wir waren auch zwischenzeitlich wieder mehr und dann gehen immer wieder welche raus und so. Also, ich weiß auch nicht so recht.
Wir müssen jetzt erstmal hier gucken. Ich finde hier nichts. Ich finde einfach nichts. Das Einzige, was ich wirklich bis jetzt hingekriegt habe, war, zwei Leute zu überfahren. Ansonsten aber wirklich sehr wenig, ne? Da müssen noch viel, viel mehr Leute auf den Server drauf. Dann ist das wirklich optimal. Es ist zwar jetzt schon besser als die letzten Tage, wo gar keiner mehr drauf gekommen ist, aber es ist einfach zu wenig los. Ich bin jetzt schon wirklich überall hingegangen. Ich war auch schon beim Gefängnis, also es ist einfach nichts. Das ist echt schwierig. Wo seid ihr nur? Uiuiui, und jetzt habe ich auch noch Durst. Das ist sehr, sehr schlecht. Ich habe nichts mehr zu trinken. Ja, das ist ja leer. Das ist auch leer. Benzinkanister ist auch leer. Hätte ich mal gleich wegschmeißen können jetzt. Ich guck mal, ob hier noch irgendwo was zu siffeln ist. Aber ich habe die Vermutung, dass hier nichts mehr zu trinken sein wird. Oh, eine Kantine. Ist die noch voll? Oh nee, ist nur eine Büchse. Scheiße. Ich verdurste hier noch, bevor ihr mich überhaupt gekillt habt. Kacke. Ja, so kann man Sibbo auch fertig machen. Man lasse ihn einfach verdursten. Wie viele sind wir noch? Immer noch zu fünft. Ich hoffe mal, ich finde jetzt hier noch was zu trinken, Leute. Es war wirklich sehr, sehr, sehr anstrengend, euch zu suchen. Aber beim nächsten Part wird es definitiv ein Treffen geben und das ist nicht mit Zucker zu genießen. Da wird es definitiv auch krachen. Ich werde sterben. Jemand anderes wird sterben. Ihr werdet es jedenfalls sehen. Bis zum nächsten Mal. Ich erhole mich erstmal. Ciao.